wir ein sehr hitziges Temperament hatten. Mein Heim ist modern und ich bin stolz darauf. Ich begreife nicht, dass man Frauen wie Sie in einem anständigen Orchester duldet. Aber brauche ein Orchester, bei dem meine Gäste träumen können. Ich hatte ein Orchesterarrangement gespielt, bei dem ich alles gegeben hatte, was in mir war. Dem Meister standen die Tränen in den Augen. Erst neulich hat mir ein belgischer Großindustrieller wieder ein Kompliment gemacht. Ich war tatsächlich unten am Ufer gewesen, aber es war zu dunkel und ich ging nach Hause. Ich habe dir alles gegeben. Meine unberührte Jungfräulichkeit, meine Träume, den guten Namen einer ehrbaren Familie, samt meiner Schwester, die im Kloster lebt und die stirbt, wenn sie etwas erfährt. In einem Etablissement wie in diesem hier, da will der Gast in Ruhe Karten spielen oder Domino spielen und seine Sorgen um die Gesundheit vergessen. Ich bringe Ihnen See. Susanne. Oder ich warte mich vor dem Zug. Susanne. Wir gehen gemeinsam in den Tod, wenn es uns zu viel wird. Dann haben Sie alle das Nachsehen. Anfang an gesagt, dass ich Rücksichten zu nehmen habe, weil ich meine arme, kranke Frau nicht töten will. Oh, und wie heiß er schon wieder ist. Ganz heiß, der Schlimme. Ich habe meine Kleine aufs Land gebracht. Als alleinstehende Person bei meinem Beruf konnte ich sie nicht bei mir behalten. Lieber bin ich streng und energisch mit ihr und weiß, dass ich meine Pflicht erfülle. Sie ist ja meine Mutter. Wenn ich dich mit einer anderen erwische, mache ich die Augen zu und drücke ab. Es gibt noch Gesetze bei uns in Frankreich. Er schlug mich und war dumm, unglaublich dumm. Aber nachts. Liebesrausch, Liebesrausch, Liebesrausch auf Kuba. Ich werde immer elender. Ich habe Magengeschwüre, aber im Grunde, ganz im Grunde, muss ich mir selbst eingestehen, dass mir alles egal ist. Die Jungen, die noch nichts wissen. Und die Mütter, die schon etwas mehr Freude erahnen lassen. Und die keusch und süchtig sind. Sie alle bieten sich an. Oh, und ein anderes Orchester.